Also ich habe nach vielem und langem Überlegen beschlossen, dass die Berliner Bude zubleibt. Ich werde nicht wieder aufmachen. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change. Flott hier unterwegs da mit dem Roller, wa? Ja, Mofa-Kennzeichen dran. Die Dinger dürfen bis 45 fahren, ne? Mofa-Kennzeichen? Ja, hinten dran ein kleines Mofa-Kennzeichen. Dann dürfen die 45 km/h fahren. Hier und eben her nehmen, da, da. Hier zack und so mit rein. Ja. So, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Es ist Feierabend, Freitag 13 Uhr. Und wir haben gerade die Nachricht bekommen, dass Adi fertig ist. Woo, woo. Freust du ja. dich? Bleib da stehen, du Vogel! Pass auf, da kommt eine Fußgängerin. Sehe ich. So, dann jetzt. Freust du dich, dass wir Adi wiederbekommen? Nach 3 Monaten. Hier schon wieder einer mit dem Roller. Ja, natürlich, die Kinder werden so ein. Ja, die kosten aber, ich habe dir das gesagt, ein ordentlicher kosten 1000. Du kannst da nicht mit einkaufen gehen und sowas. Das ist das Problem, ne? Da musst du ja einen Rucksack. Muss einen Rucksack dabei haben. Ja. Ja, auf jeden Fall fahren wir jetzt nach Hause, holen Kohle, holen Adi ab, gehen einkaufen, wollten einen Foodroll heute machen, das ist der Plan. Genau, weil das wollte ich jetzt Fenster schon ein bisschen an. Wie? Es ist echt unfassbar. Was hat das mit dem Fenster zu tun? Weil das so laut ist. Das ist die Straße, nicht das Nein, Fenster. Das ist auch der Zugluft. Der Zugluft. Das ist der Zugluft. Der Zugluft ist immer schon vor dem Chef, vor dem Gerät in der Haus. Manuel? Das hast du gerade gesagt. Manuel? Was willst du? Ich mag den Geräusch, wenn du den Schnauze hältst. Fräulein? So, erzähl mal, was wir vorhaben. Das machen wir jetzt ganz kurz und schnell, weil das hier so laut ist. Im Boden. Ja, Moment, lass mich eben hier. Ich muss aufpassen, hier rechts vor links. Okay, Schnitt. Hier ist rechts vor links. Rechts vor links, ganz wichtiges Thema, kannst du auch einen Führerschein abgeben. So, wir wollen eine kleine Challenge machen, beziehungsweise ist ja so, ich meine, den meisten Leuten fällt auf beim Einkaufen, und da habe ich mich beim letzten Mal so dermaßen drüber aufgeregt, es wird alles deutlichst teurer und das Geld wird ja nicht dadurch mehr. Und jetzt sind selbst wir so langsam mal, dass wir überlegen müssen, das geht so nicht mehr weiter mit dem Einkauf. Und jetzt haben wir uns überlegt, jetzt wo die Berliner Bude zu ist, haben wir das schon gesagt, ja, ne, machen wir auch nicht wieder auf, haben wir auch gesagt. Steht die Entscheidung? Meine Entscheidung steht mittlerweile. Also ich habe nach vielem und langem Überlegen beschlossen, dass die Berliner Bude zubleibt. Ich werde nicht wieder aufmachen. Ich habe ja die ganze Zeit noch gesagt, mal gucken, wie sich das mit den Rohstoffen etc. entwickelt. Es ist ja wieder soweit alles zu kriegen, aber die Preise sind einfach so weit jenseits von Gut und Böse, dass ich nehmen müsste 2 Euro etwa für den Berliner. Und es wird Leute geben, die kaufen für 2 Euro einen Berliner, aber... Das funktioniert nicht, das kann man nicht machen. So, und da das nun nicht unser Hauptberuf ist, ist das für mich jetzt auch nicht so die große Katastrophe. Da gibt es andere, die hätten es schwerer, wenn die zumachen müssen. Also, Berliner Bude bleibt zu. Aber auch dann merkt man, es kommt natürlich auch kein Berliner Budengeld mehr rein. Und das ist das, wo wir zum Beispiel beim Einkaufen, wo immer viele Leute gesagt haben, wie könnt ihr euch das erlauben, immer montags essen zu gehen oder was auch immer. Das stand hier schon mal ein paar Mal unter den Videos. Das ist halt das Geld, was wir sonntags damit verdient haben, dass wir morgens um 8 Uhr auf den Sonntag aufstehen. Und das fällt jetzt auch weg. Und nun haben wir beschlossen, dass wir, jetzt kommen wir nämlich zu dem wichtigen Thema, eine Challenge machen. Und zwar, ich weiß aber noch nicht ganz, wie das finanziell hinhaut, weil ich nicht weiß, wo die Preise momentan sind. Wir werden jetzt die nächste Woche, also die nächsten 7 Tage, haben wir jetzt 7 Gerichte? 6. 6 Gerichte, weil das passt. Wir haben heute ist Freitag, wir haben für Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, 6 Donnerstag. Genau, weil das erstmal zeitlich nicht anders passt. Vielleicht führen wir das dann auch fort. Machen wir jetzt heute ein Foodhaul und zwar nur das, was wir für das Essen, fürs Mittagessen eingekauft haben. Und wir werden jetzt so günstig wie möglich die nächsten erstmal 6 Tage kochen. Und dafür habe ich ein paar Rezepte. Ein paar habe ich mir so aus dem Internet gesucht, was günstig ist. Ein paar habe ich mir geben lassen und ein paar habe ich noch so auf dem Kopf. Und da wird es auch 1-2 Kochvideos zu geben. Das Wichtigste ist bei dieser Challenge aber, dass wir, und ich will eigentlich versuchen, bei unter 5 Euro am Tag zu bleiben. Ich denke, das wird nicht immer hinhauen.
Das heißt, Essen kochen für unter 5 Euro am Tag und das für die ganze Woche. Und wir werden jeden Tag was anderes auf dem Teller haben und uns nicht nur von Brötchen ernähren, aber vielleicht auch manchmal. Und so werden wir das jetzt durchziehen. Und vielleicht, wenn das einigermaßen hinhaut, dann machen wir das auch weiter. Ne? Ja, und wir werden das auf jeden Fall mitfilmen und ihr werdet die Gerichte dann auch sehen. Also wir machen gleich den Food Hall und dann werden wir jedes Mal, wenn wir kochen, ab morgen, genau, werden wir das jedes Mal mitfilmen und werden das, ja, das sind ja 5, 6 Gerichte. Und bei jedem Gericht werde ich euch auch dazugeben, was genau dieses Gericht jetzt für 2 Personen gekostet hat. Wobei ich glaube, einen Tag machen wir für 2 Tage. Ne? Pizzasuppe. Pizzasuppe, Rezept von meiner Tochter, machen wir für 2 Tage. Und dann werde ich euch angeben, was das pro Tag und pro Person kostet. Und dann wollen wir mal schauen, wie lange man das durchziehen kann. Eigentlich ist damit das erzählt, was wir erzählen wollten. Wir sind jetzt also auf dem Weg nach Hause, Geld holen, dann Adi holen, dann geht's einkaufen und dann geht's nach Hause zum Food Hall. Und dann geht es weiter ins Wochenende, ins lange, lange Wochenende. Hi Adi! Wie hübsch er ist! Ich hab dich so vermisst! Oh! Und er war sogar noch in der Waschanlage. Wie schön. Aber jetzt sucht Manuel gerade den Schlüssel, weil derjenige, der uns das Auto mal fertig macht, sagte, er hat den Schlüssel hier hinterlegt, aber an dem abgemachten Platz ist er leider nicht. Sag mal, was bist du eigentlich für einen Umweg gefahren? Wie soll ich von da aus sonst? Ich muss doch da rechts abbiegen. Ich komme doch nirgends durch. Hat der sie noch alle? Das du. Ist doch alles Einbahnstraße. Wo du links abgebogen bist, hättest du einfach geradeaus weiterfahren können, dann wärst du ja hinten hier am Kreisel rausgekommen. Ja, war das wirklich ein Umweg? Ja, da hinten? Da wären wir schon lange hier gewesen. Aber ist egal jetzt. Ja. Ist egal. Die Tüten musst du vorne eben rausnehmen. Ja. Wir können hier einen Wagen mitnehmen. Ja. Wer weiß, ob da vorne was ist. Haben wir 2 Tüten für Food Hall. Wir haben alles abgearbeitet. Guckt euch das mal an. Was für ein Feeling. Und wir haben es geschafft. Ich bin teilweise echt entsetzt. Ich meine, ich muss ja ganz ehrlich zugeben, wir haben die letzten Jahre eigentlich immer eingekauft, ohne auf die Preise mal großartig zu gucken. Und ich stand gerade vor dem Käse. Ich wollte normalen hier Gouda Scheibenkäse haben. Da war ich immer der Festung, 200 Gramm kosten irgendwas 1,10 €. Das kostet 2 Euro. Ich habe da echt gestanden wie ein Blöder und habe gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Aber die gute Nachricht ist, wir haben es wirklich geschafft, für 6 Tage Essen unter 50 Euro auszugeben. Und da sind jetzt aber noch zum Beispiel auch, eigentlich ist es ja sogar noch weniger, weil ich zum Beispiel Pepperoni geholt habe, kostet 2 Euro und davon wollte ich zum Beispiel eine halbe Tüte, also ist nur 1. Aber sowas hier, das hier, ne? Sonst waren Champignons 500 Gramm im Angebot für 99 Cent. Das sind 300 Gramm für 1,99. Das ist ja das 2,5-fache. So, jetzt ab nach Hause. Jesus, nee, du. Und da bin ich mal gespannt, wie wir das Ganze dann durchziehen werden. Noch ist man motiviert. Aber das ist ja immer so am Anfang, ne? Wenn was Neues ist, dann sagt man immer, das schaffe ich und so. Genau wie mit der Abnehmerei. Mittlerweile macht man dann auch schon wieder zwischendurch Ausnahmen. Aber nächste Woche will ich dann auch ein bisschen mehr drauf achten. Das ist eine rennende Ausnahme. Hier ist noch eine Kiste. Wir haben natürlich jetzt auch noch ein paar andere Sachen eingekauft, die wir jetzt noch gebraucht haben. Aber wir waren jetzt bei knapp 100 Euro, weil wir einfach ein bisschen drauf geachtet haben. Ich finde, das ist eigentlich ganz nach den 100 okay. Euro, 190 Euro von letzter Woche. Ja. Und vor allem war das, ja gut, wir haben wieder, wir haben auch wieder nicht drauf geachtet. Ne? Wir haben Grillfleisch und egal, auf die Preise haben wir gar nicht geguckt. Warte, hier ist noch eine Flasche. Ach. So, jetzt geht's erstmal nach Hause zu Leni. So, wir haben jetzt den Food Hall abgedreht. Jetzt muss ich das erstmal alles wegpacken hier und jetzt muss ich mir unbedingt auch was zu essen machen, denn mir ist schon schwindelig vor Hunger. Und was ist hier los? Hallöchen, sitzt du da schon so lange wieder drin? Du hast es schön hier, ne? Du machst dir das schön gemütlich, mein Engel, ne? Bevor ich jetzt hier den Haushalt mache, werde ich erst eine Runde Candy Crush spielen. Das muss sein, ne? Erst eben kurz hinsetzen, kurz erholen vom Essen und dann geht's weiter.
Kannst du mir bitte eben verraten, wie süß du bist? Süßer geht's ja wohl gar nicht, ne? Hm? So müde bist du schon wieder? Wovon bist du denn so müde, mein Schatz? Das kann doch gar nicht. Hm? Halbe Stunde später, wir liegen hier immer noch. Irgendwie komme ich nicht in eine Pötte. Leni ist auch so umgekippt und eingeschlafen. Aber jetzt muss ich, glaube ich, gleich mal Gas geben. Guten Morgen. Was ist da? Bist du so müde? Du bist eine Troller, ne? Ich lieb dich. So, Leni, ich fange jetzt an mit der Hausarbeit. Wolltest du mir helfen oder wolltest du jetzt hier liegen bleiben? Also irgendwie kommen wir hier beide nicht in die Pötte. Aber jetzt geht's los, Leni. Ich fange jetzt an mit Betten machen, Spülmaschine ausräumen. Und wenn du willst, kannst du mir gleich helfen. Nee, glaub nicht. Und weiter geht's. Ich sag ja mit der Wäsche, das nimmt kein Ende. Die Wäsche ist sortiert. Ich habe den Heizungsraum noch eben gesaugt, gewischt. Dann kann ich gleich die Häufchen da alle schön geordnet hinlegen und morgen früh sofort anstellen. Dann bin ich dann nämlich am Wochenende wieder mit durch. Und du, kleine Maus, liegst da zwischen der ganzen Wäsche? Zwischen der Dreckwäsche? Hm? Hey! Das ist eine, doch. Ist nur bei mir, die ganze Zeit, egal wo ich hingehe. So, jetzt räumen wir das noch eben weg. Und dann geht's weiter in der Küche. So, komm, du kriegst auch jetzt was zu fressen. Hast du Hunger? Sie meckert nie, ne? Kann dir da auch Fressen hinstellen, das interessiert sie dann gar nicht. Da geht sie dann erst irgendwann 2 Stunden bei. Ey, ich hab da gerade aufgeräumt. Wir haben dieselbe Fellfarbe, ne? Mhm. Du bist noch ein bisschen grauer. So 2:30. Ich glaube, wir sollten jetzt mal ins Bett gehen, ne? Kleine Leni, willst du auch deinen Schlafplatz einnehmen? Genau, weil nachts schläft sie nämlich nicht auf ihrem Thron. Nee, wir stören dich in deinem Ablauf, ne? Schläft sie auf dem Sofa. Oder auf dem Teppich im Büro. Genau. Ne? So, ihr Lieben. Genau, geh auf deinen Schlafplatz. Ich hab auf dem Sofa geschlafen. Bin gerade schon eingepennt. Wieso, wo habt ihr denn so lange gemacht heute? Hm? So lange war das gar nicht. Doch. 2:30. Ja, passiert. So, gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.